Wir sind heute wieder an vier Standorten in Berlin unterwegs, um die aktuellen Zahlen, vor allem der polizeilichen Kriminalstatistik von 2014 hier in Berlin, den Bevölkerung offensichtlich zu machen, was hier an Tätergruppen, vor allem nicht deutscher Herkunft, ihr Unwesen treibt. Und zum Zweitens sind wir unterwegs, um die Asylgeschäftsstatistik vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit den aktuellen Zahlen der Bevölkerung wiederzugeben. Denn genau das ist das Problem, dass diese Zahlen, die wirklich Bände sprechen zu der Flüchtlingspolitik, wirklich an die Bevölkerung kommen. Dazu fühlen wir uns verpflichtet und deswegen sind wir heute wieder auf der Straße.